So. Hallo, Hallöchen. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Show. Heute erkläre ich euch gleich zwei Sachen auf einmal. Ebbe und Flut. Wenn man Ebbe und Flut erklären will, braucht man auch einen Mond. Wenn ihr gerade keinen Mond habt, tut es auch eine Apfelsine. So, die ist jetzt der Mond. Und hier unten in der Schale ist das Meer. Die Schale ist bis oben hin voll, also ist gerade Flut. Wenn jetzt der Mond ins Meer fällt, macht es Platsch. Und das Wasser spritzt über an Land. Das ist dann eine Springflut. Tja. Also, hier drüben ist kein Wasser im Meer, also ist Ebbe. Und wenn jetzt der Mond in das leere Meer fällt, dann ist das egal. Tja, so ist das mit Ebbe und Flut. Aber fragt lieber noch mal eure Eltern, denn so ganz sicher bin ich mir da nicht. Tja. Oh. Tja, das war's.